Hallo Leute, willkommen zu nach einer langen Zeit mal wieder eine neue Spielevorstellung. Und heute will ich euch mal Yu-Gi-Oh! Pro oder Yu-Gi-Oh! Dev Pro zeigen. Das ist ein komplett kostenloses Open Source Programm, mit dem ihr alle Yu-Gi-Oh! Karten habt und dabei gegen andere Spieler Yu-Gi-Oh! Spielen könnt. Es gibt sogar Ranked Matches. So, schauen wir noch gleich mal rein. Der Server ist zwar ab und zu, eher selten, aber ab und zu mal down, aber dann könnt ihr derweil trotzdem eure Decks machen. Schauen wir uns erstmal kurz den Deck-Editor an. Viel mehr braucht man eigentlich nicht, nur den Deck-Editor hier und dann können wir, hier haben wir jetzt meine Decks. Oder hier können wir einfach mal auf Löschen drücken. Ach nee, nicht löschen. Wo ist das? Leeren, genau. Und jetzt könnt ihr hier ganz einfach Monster, Zauber, Falle, alles suchen. Mach mal Effekt Erde beispielsweise. Und dann noch ein Typ. Und dann könnt ihr auf Suche gehen. Entschuldigung. Und dann hier einfach nachsuchen. Und da gibt es jetzt alle Karten, die im Moment verfügbar sind. Da könnt ihr euch dann ein schönes Deck zusammenstellen. Das dann hier speichern. Und dann könnt ihr euch hier einloggen. Eine Registrierung ist ganz leicht. Da müsst ihr eigentlich nur eure 5 Daten eingeben. Also Passwort, Name und E-Mail. Und dann klicken wir unten auf Duelle anzeigen und dann können wir hier auch schon die ganzen Duelle sehen. Falls ihr in Ranked spielen wollt, was ich euch am Anfang wirklich noch nicht raten würde, joint ihr auf Ranked. Aber hier könnt ihr dann ganz einfach mit den Leuten spielen. So, jetzt suche ich mal einen Spieler aus, um es euch zu zeigen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal mein Standarddeck, das ich im Moment habe. Und falls ihr wollt, könnt ihr dann auch mir sagen, ich soll noch mal ein paar Videos rausbringen, wo ich eine Runde Yu-Gi-Oh! Spiele. Also hier ganz klassisch mit Schere, Stein, Papier. Wer anfängt oder wer wählen darf, wer anfängt. Und hier sehen wir jetzt, das ist eigentlich alles genauso, wie es normalerweise ist. Jetzt gucke ich hier kurz, aber ich habe natürlich direkt mal die Dreckshand. Mischen wir einfach die Hand ein bisschen, vielleicht wird es besser. Nee, das ist nur so eine Spaßfunktion, damit der Gegner sozusagen die Karten nicht mehr unterscheiden kann. Ich weiß nicht, in welchem Fall das überhaupt nützlich ist. Wahrscheinlich, wenn man eine Karte zieht, die der Gegner sieht oder sowas. Und dann, damit der Gegner nicht mehr weiß, welche Karte das war. Na gut. Okay, jetzt hat er direkt mal meine Fallenkarte zerstört, was mir jetzt nicht so gefällt. Aber ich habe auch echt wirklich die Hundehand, die man sich so vorstellen kann. Weil hier muss ich ein Monster opfern. Hier muss ich ein Licht- und ein Dunkelheitmonster vom Friedhof verbannen. Und hier muss er mich angreifen und das kopiert seine Monster. Das heißt, ich kann einfach nichts tun. Aber warten wir mal ab. Warten wir ab, wie das jetzt weiterläuft. So, ich hoffe doch sehr, dass ich da gleich meine Plays machen kann. Dann könnt ihr mal sehen, wie so eine Runde ist. Und wenn ihr wollt, wenn ihr es cool findet, kann ich euch auch gerne noch ein paar mehr Runden mit dem Deck und allgemein gegen ein paar Gegner zeigen, wie ich kommentiere. Nur mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich mich da gleich dran. Ich denke mal, ich werde das eh mal machen, aber dafür muss erstmal im Moment, denke ich mal, mit Decken muss noch ein bisschen besser werden. Aber es macht mir gerade irgendwie richtig viel Spaß, weil dann kann man hier nebenbei beispielsweise, während der andere jetzt dran ist, noch ein bisschen gucken und noch was nebenbei machen. Also man muss nicht so fixiert sein auf das Spiel. Okay, also er will jetzt überhaupt nicht richtig ran an mich. Er legt da nur seine Karten allmählich hin und ich glaube, da muss ich ihm mal ein bisschen Einhalt gebieten. Ich werde jetzt da, das ist meine Superkarte, die hat einfach 2000 ATK und ist komplett simpel, dafür muss man nichts opfern, das ist ganz gut. Dann schaue ich damit einfach mal, was er denn da versteckt hat. So, was verbirgt sich da? Oh, okay, das ist so eine Karte. Aha. Jetzt holt er sich also meine Karte rüber. Und, ich verstehe. Okay, jetzt kann er also mich mit meiner eigenen Karte angreifen. Dann hoffe ich mal, dass er nächste Runde noch eine andere Karte dazu holt. Und ich habe echt Glück gehabt, dass ich das nicht mit einer anderen Karte angegriffen habe. Weil dafür ist diese Karte einfach perfekt. Sie hat genug Angriff, um alles so herauszufordern, dass der Gegner wirklich sagt, okay, scheiße, die hat echt viel Angriff, da muss ich jetzt was machen, ne? Und was ist das da? Also. Jetzt aktivieren wir mal Gods. Kann man nämlich nur aktivieren, wenn ich nichts auf dem Spielfeld habe. Und jetzt muss ich nur ganz kurz lesen, nicht, dass ich hier noch was falsch spiele. Hä, was? Warum ist der jetzt tot? Wenn er ein Monster beschwören würde, wenn eine Zauberkarte.
Ach, er hat 2000 Lebenspunkte gezahlt. Okay. Okay, mein Freund, so machst du das. Oh, oh. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Das ist sozusagen mein zweiter Trick. Ist jetzt zwar schade, dass er mir mein Monster geklaut hat, aber hier kriegt er erstmal weniger Attacke. Und ich überlege immer noch, ob ich das wirklich jetzt gegen die Einheit schaue. Aber mir bleibt im Moment nichts anderes, sonst kassiere ich einfach jede Runde Schläge. Oder er greift mich mit noch schwächeren Einheiten an. Von dem her mache ich lieber den hier, der klaut seine Grund-ATK. Und ja, aha, okay. Na gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Den wird er mir wahrscheinlich jetzt zerfetzen dann, weil er ja den ausgecancelt hat. Aber jetzt wäre die Frage. Nee, ich habe da jetzt eine ganz einfache Idee. Dunkles Loch und ihr verschwindet alle. Und jetzt habe ich nämlich eine dunkle Finsterniskarte und eine Lichtkarte auf dem Friedhof. Und jetzt guckt er blöd, wenn ich einfach den Freund hier Spezialbeschwöre. Hallo? Ja, da guckst du, hm? Ja, da guckst du. So, und so hat sich meine, naja, Hand eigentlich schon recht gut ausbezahlt. So, was hat er hier eigentlich? Grady Monster. Oh. 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 Das Problem ist, dass hier jetzt seine Karte. Ich glaube, wenn ich jetzt angreife, holt er den wieder und schnappt sich meine Karte wieder. Ich glaube nicht, dass er das dann direkt machen kann. Ich greife jetzt einfach mal an. Ich habe ja sonst eh keine Chance. So, jetzt holt er sich bestimmt den hier und will damit. Nein, er holt sich den hier. Okay. Jetzt gucke ich hier erstmal wieder, falls die Karte in einer Monsterzone durch Kampf oder ein Monstereffekt zerstört wird, auf den Friedhof gelegt wird. Er kann dann ein offenes Monster wählen. Rüstet das gewählte Ziel mit dieser Karte aus, solange ein Monster übernimmt die Kontrolle darüber. Nein. Main Phase 2. Warum? Warum kann ich den jetzt nicht aktivieren? Ah, weil ich angegriffen habe. Okay. Also muss ich jetzt noch eine Runde warten für meinen Effekt. Na gut, na gut. Mal schauen, was er so lange macht. Da bin ich jetzt gespannt. Was ist sein Play? Also das kann er jetzt gerne machen, aber ich werde ihm sein Monster verbannen. Ja. Ah, naja, es wird nicht zerstört. Oh, diese miese Sau. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Er muss mich einfach angreifen. Taugt mir jetzt überhaupt nicht. Er muss mich einfach angreifen. Okay, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Moment mal. Nee, da hätte ich wirklich nichts anders machen können. Naja, gut. Was kriegt man? Zomba, wow. Scheiße. Scheiße. Ja, Müll. Aber ich glaube, da habe ich nur die Chance, auf 2000 Leben mich runtersinken zu lassen. Und den als Spezialbeschwörung rauszuhauen, weil wenn ich den jetzt lege, dann, naja, stirbt er einfach. Oh, das ist ja, das ist sehr gemein. Also daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass der mich auch einfach angreifen könnte. Ja gut, das kann ich dem Gegner jetzt nicht so übel nehmen. Das ist schon echt, boah, das ist schon krass. Aber das ist auch echt eine kranke Karte. Ha. Immer wenn ich einfach einen Angriff deklariere, kann er einfach eins vom Friedhof spezial beschwören. Oder vom Deck. Ah, vom Deck. Naja, gut. Okay, ich glaube, das. Jetzt wird's echt schwer. Es wird also eine richtig spannende Runde, Leute. Mal sehen, wie das hier ausgeht. Aber was spielt er denn jetzt eigentlich? Macht er jetzt auch mal was? Ich komme mir sonst blöd vor. Ja, er greift mich einfach an. Okay. Dann werde ich jetzt 1700 Lebenspunkte verlieren und. Ah, es ist leider. Das wird echt knapp jetzt. Okay, zieh eine gute Karte, bitte. Dimensionengefängnis. Damn, boy. Damn.
Was kann ich nun tun? Ja, ich kann die jetzt eh spezial beschwören und dann habe ich eh genug ATK. Also von dem her. Ich mache jetzt erst Endless Decay und dann Zomba, wow. Weil, naja, andersrum, ich glaube, ich muss da einfach irgendwie jetzt so spielen. Guck ich mal, was er jetzt noch so hinlegt. Ich kann mir gut vorstellen, nee, er hätte sonst die schon zerstört, wenn er die Möglichkeit hätte. Also ist die wahrscheinlich sicher. Wahrscheinlich. Jetzt holt er noch eins von diesen Drecksviechern. Oh Mann. Oh Mann, die sind so krank, Mann. Ich verstehe überhaupt nicht. Nichts mehr. Nein. So. Jetzt. Warum darf ich den jetzt nicht als Spezialbeschwörung beschwören? Das ist doch scheiße. Dann kann ich das also nicht als Quick-Effekt. Okay. Ja. Aber du, mein Freund, du kommst nicht durch. Du bleibst jetzt weg. Du holst dir nicht nochmal meine Einheit, du Sack. Außer er cancelt jetzt das aus. Wäre jetzt doof. Okay, nochmal Glück gehabt. Aber jetzt kann ich dem wenigstens eine Spezialbeschwörung beschwören. Ach ja, mal sehen. Was gibt's denn nun? Spezialbeschwören. Hallöle, alter Freund. Und nun? Ich hätte fast die zuerst beschwören sollen, falls er eine Karte gehabt hätte, die mir gefährlich wäre. Aber gut. Jetzt greife ich einfach mal an. Angriff! Okay, was macht er? Nichts, ja, das ist schön. Okay, da gönne ich mir. Ei, ich darf ihn. Was? Alter, er darf jetzt einfach wirklich sein halbes Deck spezial beschwören. Was ist das denn für ein krankes Deck, Mann? Boah. Wie, jetzt kommt hier so ein Drecksvogel, echt. Oh, natürlich kommt dieses Drecksvieh. Was macht das nochmal? Jetzt ein offenes Monster wählen. Rüstung ist gewählt, ziehen wir die Karte aus. Immer die Kontrolle darüber, wenn diese Karte das Spiel verlässt, zerstöre das ausgerüstete Monster. Damn boy. Dann habe ich einen anderen Plan. Dann muss ich jetzt meine Reihe Main legen, die kann er von mir aus kontrollieren, die zerstört da dieses Drecksviech und dann kann ich angreifen. Eieiei. Oh nein, es kommt sogar noch mit Call of the Haunted. Oh, nicht dieser Drecksvogel, Alter. Junge, das ist ja. Oh, dieser Vogel, echt. Ich habe auch jetzt echt nicht mehr so die praktischsten Karten bekommen. Also, die eine Verbannung war recht praktisch, aber er kann immer noch mit diesen Karten spielen. Oh Mann, der kann mich einfach angreifen und diese ganze Scheiße hier abziehen. Ist der Typ hart? Ist der Typ hart? Er hat echt gewonnen damit. Uiuiui. So ein Deck habe ich auch noch nie gesehen. Das ist interessant, aber er hatte einfach nur Glück, dass ich nicht eine. Was? So. Hey, jetzt hätte ich mich aber auch einfach kaputt machen können, du Lahmsack, echt. Was macht er denn? Na gut. Die Runde habe ich jetzt verloren, da hatte ich echt eine scheiß Hand. Das ging ja. Aber dass ich einfach nur keinen Space-Typhoon gezogen habe, das war echt unpraktisch. Und er hat natürlich seine Gradle-Parasiten gekriegt. So, damit ich euch jetzt mal zeige, dass es auch anders laufen kann, seht ihr jetzt nochmal ein kurzes Replay. Ich meine, das ist mir eigentlich ja egal, wie lange es geht. Also von dem her, ich glaube, das soll Best heißen. Ich weiß zwar nicht, aber das hört sich doch gut an. So. Gucken wir uns mal das hier an. Ja, tauschen. So, das war meine Hand, das war seine Hand. Er hat da hier auf so eine Karte gespielt, die man nicht zerstören kann. Ich habe mein Ornis gespielt, der ihn angreift und sich dann wieder auf die Hand verbissen kann. Daraufhin, er hat einfach gewartet, bis er bessere Einheiten zerstören kann. So, und jetzt mache ich mal ganz kurz Pause hier. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich hier einfach mal Verteidigungsmonster gelegt, falls er jetzt irgendwas beschwören will oder irgendwie einen Plan hat. So, er baut hier seine ganze Defense auf. Und jetzt guckt euch mal das an. Der ist auch einer. Ich sag's euch ganz kurz: Das ist, füge deinem Gegner 300 Schaden für jede Karte. Eine Karte ziehen. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Anzahl der Karten aus seiner Spielfeldseite.
Aktiviere nur als Kettenglied 4 oder höher, ziehe 4, 2 Karten. Du kannst diese Karte nicht aktivieren, falls mehrere Karten mit demselben Namen in dieser Kette sind. So. So, und jetzt hat ihr sozusagen ganz viele Karten, die mir eigentlich nur Lebenspunkte abziehen. Und ich baue hier eine Defense auf, weil ich echt keine Ahnung habe, was er jetzt vorhat. Und jetzt hat er hier irgendwas Komisches gespielt. Er kann meine Einheiten als Tribut für diese Karte opfern. Und jetzt hat er echt eine fiese Combo ausgepackt. Er hat sozusagen erstmal eine Death aufgebaut, indem er mit diesem Monster, indem ich ihn dann nicht angreifen kann. Ich kann ihn nicht zerstören. Und mir hat er jetzt eine Karte gegeben, die er nur mir geben kann, aber die jede Runde einfach mir 1000 Schaden reindrückt. So, also er spielt darauf, er will mir einfach nach und nach den Schaden reinhauen. Ganz eindeutig. Und ich habe mir überlegt, wie spiele ich jetzt da drauf? So, und jetzt da hat er eben, hier ist seine komplette Reihe. Füge deinem Gegner 500 Schaden zu für jedes Monster, das da kontrolliert. Und jetzt haut er hier echt alles raus. Jetzt guckt euch das an. Jetzt ballert er jede einzelne Karte raus. Ich denke mir schon, was geht denn hier eigentlich ab? Und holt mir eben lauter Death-Tokens. Jetzt kommen die ganzen Dinger rein. Ich habe noch 1100 Leben. 100 Leben übrig. Er hat mir jetzt innerhalb von 2-3 Zügen auf 100 Leben runtergehauen. Und ich denke mir jetzt, oh, fuck, was mache ich jetzt? Vor allem, da er auch noch meinen Pleakspreader. Also, das war sein Fehler wahrscheinlich. Aber jetzt gucken wir doch einfach mal, was ich jetzt mache. Also, machen wir Pause. Jetzt habe ich schon ziemlich viel vorgespult, aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe sozusagen, oder gehen wir mal, ja, zurück geht jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe die drei Tokens von ihm genommen, zwei, oder ich habe sogar drei zu einer XYZ-Beschwörung, war es, glaube ich. Nee, ich habe drei und den Pleakspreader zusammen zu Beals gemacht, der ziemlich auf die Fresse haut. Er kann nämlich nicht durch den Karteneffekt und nicht durch den Angriff zerstört werden. So, dann habe ich einen Schritt weiter. Ich habe den in die Angriffsposition gemoved, die Karte, die er mir in die Hand gedrückt hat. Dann habe ich mein Zomba Wow gespielt. So, dann habe ich einen Raigeki gemacht, um seine Karte hier zu zerstören. Call of the Haunted, um noch eine Karte von mir wiederzubeleben. Und jeder einzelne Zug mehr wäre natürlich jetzt mein Tod gewesen, weil der hier mir einfach 1000 Schaden gibt. Ich hätte da, nee, den kann man nicht beschwören als normal Beschwörer. Also hätte ich den echt nicht loskriegen können. Dann habe ich hier noch meine Ray May beschworen. Und, naja, den Rest könnt ihr euch jetzt vorstellen. Und er hat aufgegeben. Das fand ich einfach eine extrem interessante Runde, weil ich mit 100 Leben ihn noch besiegen konnte und es einfach so haarscharf war. So, ich hoffe, euch hat das Game Preview jetzt ein bisschen gefallen. Jetzt seht ihr mal sozusagen, wie man das Ganze spielt und auch wie man das Ganze gewinnt. Jetzt werden vielleicht einige Kommentare schreiben, weil das jetzt genau diese zwei Spiele war. Das eine, naja, gut, da habe ich ein bisschen verkackt, aber ich schiebe das jetzt auf die schlechte Hand. Und im anderen, naja, da hatte ich einfach Glück, dass ich mit genau 100 Leben aus der ganzen Scheiße rausgegangen bin und deswegen mein Konter bringen konnte. Von daher, ich hoffe, ihr holt es euch und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos davon sehen wollt. Natürlich mich gleich die nächsten Tage ranhocken, weil das Spiel macht mir gerade recht Spaß. Ich würde mich freuen, euch ein paar Videos davon zu zeigen. Okay, dann bis zum nächsten Mal und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und das Spiel vor allem.